Michael, so wie ich das gesehen habe, hat für euch heute nicht viel klappen wollen. Nee, wir haben eine schwierige Woche gehabt mit vielen Kranken, dann ein paar, die nicht da waren. Dann hatten wir heute einen schwierigen Gegner, einen guten Gegner, der in den letzten Wochen gut gespielt hat. Und wir haben uns eigentlich vorgenommen, mit dem Punkt gut leben zu können. Hat leider nicht funktioniert, aber wir hatten auch die Chance für das 1-0, die wir leider nicht gemacht haben. Und dann haben wir das 1-0 kassiert und dann hat das Spiel seinen Lauf genommen. Es gab auch beim Drumherum wegen der Spielverlegung Unwegsamkeiten. Kannst du ein paar Worte dazu sagen aus deiner Sicht? Über sowas rede ich eigentlich relativ ungern, weil das die Verantwortlichen entscheiden. Und mir war das egal, wann wir spielen, ob Mittwoch, Samstag, Sonntag. Fußball ist Fußball und das kann man jeden Tag spielen. Von dem her gesehen ist mir das egal. Es gab zwei Karten gegen euch, die euch sicherlich das Leben auch nicht leichter gemacht haben. Kannst du sagen, wie du es gesehen hast? Die gelb-rote Karte habe ich etwas anders gesehen. Die gehen beide zum Ball, beide gucken auf den Ball. Dann gibt es einen Zusammenprall. Da, gut, wenn der Freistoß pfeift, ist es okay, aber eine gelb-rote Karte war für mich zu viel in der Aktion. Und die rote Karte, das war einfach überhitzt, war gerechtfertigt meiner Meinung nach. Ihr habt gegen euren Ex-Trainer gespielt, der letzte Saison eure Mannschaft trainiert hat. Was war das? Wie hat sich das auf das Spiel ausgewirkt? Für mich war es ein ganz normales Spiel, weil ich ihn nicht hatte. Ich bin erst dieses Jahr gekommen, aber für andere war es schon ein sehr wichtiges Spiel, was wir in der Mannschaft auch öfters gesagt haben, weil es einfach, wie gesagt, um den Ex-Trainer ging und auch ein paar alte Mannschaftskameraden dabei waren. Da will man sich natürlich immer beweisen, aber ich denke, dass von beiden Seiten ein ordentliches Spiel war und wie gesagt, für mich war das nicht maßgebend. Jetzt ist das letzte Spiel vor der Winterpause gewesen. Es geht jetzt in die Winterpause. Was kannst du für ein Fazit ziehen von der Hinrunde im Sommer? Sagst du, bist du dazugekommen? Wir haben eine relativ zusammengewürfelte Mannschaft gehabt am Anfang der Saison. Wollten schauen, wie es funktioniert. Hat am Anfang sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben super Spiele gespielt. Wir haben offensiv gespielt. Wir waren hinten ganz gut gestanden. Dann kam Schlotrian rein, viele hatten Termine vom Geschäft, was halt so üblich ist in der Liga. Aber im Grunde genommen bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Vorrunde. Wir stehen ganz gut da für das, was wir noch zusammenbekommen haben, um eine Mannschaft aufzustellen. Und meiner Meinung nach hat sich auch jeder entwickelt in der Mannschaft. Also es ging nach vorne und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ja, es geht weiter. Jetzt kommt die Winterpause. Was habt ihr euch für die Winterpause vorgenommen und darüber hinaus als Mannschaft und als Verein? Bis jetzt haben wir noch gar nicht so darüber geredet. Ich denke, dass wir uns nochmal als Mannschaft zusammensetzen werden, nochmal vielleicht eine kleine Weihnachtsfeier sowas in der Art machen, vielleicht zusammen weggehen und dann wird man mal darüber reden. Aber so gesehen haben wir immer nur von Spiel zu Spiel gedacht und ich denke, dass wir das auch so fortsetzen werden. Also kein Ziel irgendwie angepeilt, kein größeres Ziel über das Spiel von Spiel zu Spiel hinaus? Nee, eigentlich weniger. Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz. Den, denke ich, werden wir auch holen diese Saison. Und ansonsten geht es um jeden Einzelnen, dass er sich verbessert und, wie gesagt, von Spiel zu Spiel eine gute Partie hinlegen, die Zuschauer begeistern mit offensivem Fußball. Michael, ich danke dir vielmals für das Interview, wünsche dir viel Erfolg und frohe Feiertage und einen schönen Jahreswechsel. Dankeschön, gleichfalls wünsche ich Ihnen auch.